Caro, ein Brief. Nun bist du schon beinahe eine Woche fort. Was soll ich sagen? Du fehlst mir. Aber das weißt du ja, auch wenn du es im Moment nicht hören willst. Ich schreibe dir, obwohl wir vereinbart haben, es nicht zu tun. Ich schreibe wir und frage mich, ob es dieses Wir überhaupt noch gibt. Du hast dir diese Auszeit erbeten und die Funkstille. Was hätte ich dagegen tun können? Als du dann fort warst, habe ich meinen Kopf mit vielen nutzlosen Gedanken gefüllt. Gedanken, die nichts mit dir zu tun haben. Zumindest habe ich es versucht, die ganze verdammte Woche lang. Und nun schreibe ich dir doch. Wenigstens das. Ich werde den Brief wohl nicht abschicken, werde dich nicht bedrängen, mich nicht zumuten mit meiner Frage nach dem Warum. Aber ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Es geht nicht um dich, hast du gesagt. Um was es geht, hast du nicht gesagt. Seit gestern kann ich es mir vorstellen, denn gestern habe ich zufällig Jürgen auf der Straße getroffen. Eure Firma gibt es nicht mehr. Nur mit Mühe konnte ich meine Ahnungslosigkeit vor ihm verbergen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich habe mich geschämt für diese Ahnungslosigkeit. Einer trage des anderen Last, in guten wie in schlechten Tagen. Ich bin deine Frau, Caro. Aber ich will nicht theatralisch werden. Ich weiß, du magst das nicht. Doch, dass du eine Last trägst, konnte man sehen. Immer wieder habe ich versucht, an der Mauer deiner Stummheit zu rütteln, habe versucht, den Safe zu öffnen, in dem sich all die Kostbarkeiten verbergen, zu denen ich plötzlich keinen Zugang mehr habe. Lass mich einfach, hast du gesagt. Mit Blicken, mit Gesten und mit Worten. Nun gut, ich lasse dich. Lasse dich los, lasse dich frei, lasse dich gehen. Um dich am Ende vielleicht doch nicht ganz zu verlieren. Verzeih, dass ich dir heimlich das italienische Wörterbuch in den Koffer geschmuggelt habe. Nimm es einfach als das, was es sein soll. Nichts weiter als ein Angebot. Ich habe keine Lust, mich neben all dem beruflichen Stress auch noch damit zu beschäftigen. Es reicht, wenn du für uns sprichst, und hierzulande hört man sowieso lieber hübschen Frauen zu, hast du gesagt und gelacht. Und ich war ein wenig stolz auf dieses Hübsch. Und ich war stolz auf dieses Ich für uns.
Ja, und da ist sie wieder, diese quälende Frage, ob es dieses Uns überhaupt noch gibt. Wann es verloren ging und warum? Die Frage nach dem Warum ist unsinnig, hast du immer wieder gesagt. Ich weiß, alles nur Zufall. Krankheit und Tod ebenso wie das Wetter. Nichts als Zufall. Manche nennen es auch Schicksal. Gläubige, vielleicht Gott. Egal, die Frage nach dem Warum bleibt unsinnig. Aber glaube mir, Caro, manchmal hilft es doch, nachzufragen. Das eine oder andere kann geändert, verbessert, passend gemacht werden, wenn man nur will. Ich will. Und vielleicht willst ja auch du. Vielleicht ist es noch zu früh. Vielleicht muss ich einfach nur Geduld haben. Du weißt, wie schwer mir das fällt. Aber ich werde es lernen. Ich werde lernen, dich zu lassen, bis. Und ich werde diesen Brief nicht abschicken. Aber ich werde ihn aufbewahren. Für den Tag, an dem ich dir wieder sagen darf. Ich liebe dich.